Ja, hallo und willkommen zurück zu Below Zero. Wir verlassen diese Fabrik. Was? Ah, nein, 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 verlassen die Fabrik nicht. Tschüss. Ich habe ein Loch in meinem Visier. Scheiße. Wie, du überwachst jetzt hier den Eingang. Selbst reparierendes Visier. Ich habe aber Erste Hilfe dabei. Es kann auch sein, dass ich den zweiten Angriff nicht überlebe. Ich meine, ich habe noch mehr Erste Hilfe, aber ich würde es gerne aufsparen. Ich hatte ein bisschen was getrunken vor der Aufnahme. Ansonsten haben wir nichts gemacht. Ich würde jetzt aber ganz gerne zur Seebahn. Ich würde auf jeden Fall den Seegleiter nehmen. Achso, ich habe mich gerade gefragt, wieso kriege ich das? Was kriege ich da angezeigt? Ich habe mich ja abgekoppelt. So, okay. Gut, dann haben wir das gemacht. Wie und wann und wo man die anderen Teile Gewebe zusammensetzt, wissen wir halt jetzt nicht. Kommt vielleicht mit einem nächsten Update nochmal. Ist ja auch okay. Mal gucken. Einfach mal abwarten. Wir spielen das ja noch eine Weile. Ich lasse die Bojen einfach stehen, dann weiß ich, was ist. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier rausfinden. Die wachsen auch. Die haben auch irgendwie so Kristallfüße. Fällt mir jetzt was drauf. Ich wollte ja als nächstes auf die Insel nochmal gucken, bei dem Sendemast, ob man da jetzt was machen kann. Und ob man da nochmal mit der Marguerite redet über die Sam. Und einen neuen Bauplatz suchen. Ich wollte ja diese großen Gebäude bauen. Da bin ich halt immer noch nicht so ganz sicher, wo und wie ich die hinsetzen möchte. Wir haben 50 Energie. Und ich hoffe, ich muss sie jetzt nicht gleich einsetzen. Den Blitzding. Ich habe 100 Stärke, also wie nennt man die Lebenspunkte einer Seebahn? Hüllenstärke vielleicht, sagen wir es mal so. Deswegen würde ich mich eventuell nicht wehren, wenn ich jetzt angegriffen werde, beim ersten Mal zumindest. Dann kriege ich zwar ein bisschen Hüllenschaden, aber ich verliere keine Energie, weil ich weiß nicht, ob ich sonst hier gescheit raus und zurückkomme. Wenn ich das einsetze jetzt zu oft. Besonders weil ich eventuell spontan den Rückweg nicht finde. Ich fahre halt grob in die Richtung. Es ist halt sozusagen über uns. Ich müsste irgendwie nach oben. Und das ist auch Kristall, das ist Marguerite. Also erst dahin, erst zu rot und dann zu orange. Was ist das? Ich habe schon mal geguckt, ob das irgendwas ist. Sieht so ein bisschen schwammig aus. Wahrscheinlich nichts. Also bisher sehr ruhig. Ich musste es sagen. Schon höre ich ihn wieder. Zu. Ja, scheiße. Einfach weiterfahren, einfach weiterfahren. Hier geht's hoch.
sind fast draußen. Okay. Soweit, so gut. Der arme Gefangene. Wie können wir dich irgendwann mal befreien? Er muss hier nur da hoch. Na gut, und sich irgendwie durch die Wurzeln. Versuchen nach draußen zu schwimmen. Das kann die KI wahrscheinlich nicht. Das kann ich kaum. Es ist schon ein langer Weg irgendwie. Aber ich habe mich zumindest jetzt auf dem Rückweg wenigstens nicht verfahren. Ich müsste nur wieder zu meinem restlichen Teilen zurückfinden. Da sind sie aber schon. Okay. Ganz gern ein bisschen Schaden. So, wie rum habe ich denn abgekoppelt? So rum wahrscheinlich. Falsche Richtung. Bisschen runter. Nicht zu viel. Es würde, glaube ich, schneller sich andocken, wenn ich richtig wäre auf der richtigen Seite, also doch die Seite. Ja, okay. Ach, ich hasse es, wenn sie festhängen. Komme ich denn? Wenn das meine Basis. Da müsste ich nicht so rum reingekommen sein, dann. Wie war das denn jetzt? Auf jetzt so, ich hätte es nicht sagen sollen. Ich habe mich nicht verfahren, diesmal. 2 Sekunden später. Ich bin auch gar nicht so weit reingefahren, als ich das abgekoppelt habe. Das ist halt aber auch alles verzweigt. Warum? So ein Loch mit so einem Bubbel. Ich bin auf jeden Fall jetzt falsch. Ich glaube, ich fahre jetzt irgendwie weiter rein wieder. Also auf einer anderen Seite weiter rein, aber dann kommen wir vielleicht bei den Seerosen irgendwo. Irgendwo kommen wir bestimmt raus. Ich verwechsel auch dauernd die Bojen, weil ich habe Eingang Marguerite und ich habe Eingang Kristallhöhle und Kristallhöhle ist weiter unten, genau. Marguerite ist weiter oben. Mercury 2. Im Prinzip, ich müsste eigentlich in die Richtung. Ich habe das Gefühl, da kam ich nicht durch. Komme ich auch hier raus? Es gibt ja auf jeden Fall we mehrere Wege hier runter, deswegen müsste es eigentlich auch gehen. Das sieht gut aus. Okay. Ja, das sind wir wieder. So. Wir sind wieder draußen. Und jetzt müssten wir zur Insel. Hier sind so viele von diesen anderen Krakendingern. Es ist irgendwie übertrieben. Ich hab's schon mal gesagt. Ich versuche mal ein bisschen an Höhe zu gewinnen. Die Hoffnung ist, die nicht ganz so hoch schwimmen. Und dass ich vielleicht mich oben orientieren kann, wo ich hin muss. Ja. Hat das ja immer so gut funktioniert. Licht machen wir mal aus. Ich sehe jetzt schon, dass es hagelt. Na, okay. Ich schwimme mal. Also, ich glaube, meine Basis ist so ein bisschen von hier aus gesehen ein bisschen rechts von der Insel. Hi. Du bist sehr hübsch. Auf deinem
merkwürdige Art und Weise. Wir haben jetzt noch 39. Hier draußen zu stranden fände ich jetzt nicht so dramatisch. Deswegen mache ich mich mal Schub. Ja, da seid ihr wieder. Ist das die Insel? Kann ich so einen Trick machen, dass ich so ein bisschen so halb drüber gucke? Ist das? Ich versuche mal. Gegen Eis gestoßen. Boah, die nerven so, weil die halt auch so mega laut sind. Ich kann ja so verschiedene Sounds nicht einfach leiser machen. Ich meine, ich kann Musik leiser machen, aber und lauter. Der Rest halt ist nicht so einzeln steuerbar. Ich finde, die sind übertrieben laut. Und wenn, gerade wenn es mehrere sind. Meine Güte. Also besonders für ihre Größe finde ich irgendwie, das müssen die nochmal bearbeiten. Das ist ja total bescheuert. So, da komme ich hoch. Vielleicht mal was essen. Was trinken, was essen eigentlich auch. Ach so, warte, warte. Hätte ich nicht machen müssen. Wir haben ja die Omega-Bäume da drin. Na, badest du im Warmen? Sehr gut nachvollziehbar. Lass mich mal auch da hinstellen. Sinkt aber weiter. Soll ich mich rein? Okay, ich muss ein bisschen näher. Und schon mich bei 100. Ich könnte eigentlich auch mal darum gehen. Ich brauche nur ein paar Omega-Früchte. Und bitte nicht erschlagen lassen von diesen Hageln. Bellen. Riesig. Und sehr schmerzhaft eigentlich. Wo ist denn die Höhle? Ich brauche die Höhle. Ah, sehr gut. Und da haben wir sie ja. So gut. Und jetzt nach oben. Das war... Muss wieder zurück. Wäre gut, wenn das Wetter jetzt mal ein paar Minuten halten würde, bis ich oben bin. War ich hier schon mal? Ja. Komme ich da rein? Oh, hier waren wir noch nicht. Was bist du denn? Ich kann dich nicht scannen. Irgendwelches Equipment. Sieht so aus, als würde es noch irgendwas senden. Kann aber noch nichts machen. Ich kann mich nicht ducken. Gibt's die Option, gibt es in diesem Spiel nicht. Vielleicht noch nicht. Schön. Außer, dass die Vögel in der Luft halten können. Und die Textur im Hintergrund eklig aussieht. Das sieht gut aus. Eine Leiter.
Ach, ist das hinter dem Observatorium-Ding? Nein. Okay. Ja, die ist doch kaputt, die Antenne. Hier was nicht gescannt. Das Konstruktionswerkzeug, ach so. Habe ich die Datenbox nicht geöffnet? Hä? Wie habe ich die denn übersehen? Nee, hatte ich schon. Okay, vielleicht hat die sich irgendwie resettet oder was. Also, habe ich mir das falsch gemerkt? Hatte nicht die Marguerite gesagt, ich soll den Sendeturm zerstören, um halt irgendwie auch halt sozusagen ihr Vertrauen zu gewinnen und dass ich halt nicht zu Altera gehöre und so? Das Ding ist ja kaputt. Altera Funkmast. Oder soll ich es reparieren? Also das ist ja jetzt eindeutig kaputt. Das war es übrigens vorher nicht, als wir hier waren. Reparaturwerkzeug. Hier was machen. Okay, Schiffswrackfund und einen weiteren Kabelsatz brauchen wir hierfür. Also ich kann es reparieren. Lass mich mal reingehen gerade. Drohende Unterkühlung. Ja, ich laufe schon, ich laufe Ich weiß nicht, wenn ich den Logs nochmal nachlese. Ja, irgendwie hat sich hier alles resettet. Ob ich. Komm mal die Tür zu. Ob ich nochmal nachgucken könnte, ob ich das so schnell finde, was die Marguerite nicht genau gesagt hat. Irgendwie hatte ich sie so verstanden, dass sie. Oh, schön, ist noch wieder alles da. Und es scheint, als würde hier jetzt so ein bisschen die Lichtschatten wieder funktionieren, vielleicht. Oh, kann ich das austricksen? Kann ich cheaten, dass ich das jetzt nochmal scanne, obwohl ich es schon mal gescannt habe? Und dann einen großen Spind bauen? Nein, schade. Lass mich nicht cheaten, das Spiel. Ich gucke gerade nochmal. Weil ich dachte eigentlich. Also, das ist alles Robin und Alan. Robin und Alan, Robin und Alan, Robin und Pilot. Das ist ja die Marguerite. Ich gehöre nicht zu Altera. Ich schlage vor, du nimmst dir genug Zeit, um zur Besinnung zu kommen und verschwindest dann von meiner Basis. Wenn du nicht von Altera bist, warum schaltest du nicht diesen verdammten Überwachungssatelliten ab? Anstatt in meine Basis einzudringen. Danach können wir uns unterhalten. Aber der Überwachungssatellitenturm, ich dachte, das wäre halt das Ding da draußen. So, aber der ist ja kaputt. Muss ich ja nicht abschalten. Oder muss ich ihn zum Abschalten, dass ich ihn erst repariere und dann abschalte? Das ist irgendwie unlogisch, aber man weiß ja nie. Das heißt, da ich ja sonst nichts machen kann, ich nicht weiß, was sie sonst meint, außer dem Ding, würde ich den halt reparieren und dann gucken wir mal, was passiert. Schalten wir ihn ab. Mietkasten leer. Da geht nur was Kleines rein. Man da eine Marmormelone reinsetzen könnte. Okay, dann bei der Mercury 2 lag, glaube ich, so Zeug rum. Und dann brauche ich noch einen erweiterten Kabelsatz. Sollte nicht allzu schwierig sein. Das probieren wir mal. Gefährliches Wetter, wem sagst du das? Ich würde heute eine Abkürzung machen. Das ist aber, glaube ich, keine gute Idee. Lassen wir das mal lieber. Guck ich denn jetzt runter? Ich würde ja so gern die Omega-Bäume bei mir aufstellen können schon. Ich finde, das Geräusch, in die sich entfalten, ist schon so ein bisschen eklig, oder? Der Mond. So fett. Noch ein.
Planet, wie auch immer. So, die Seebahn ist da unten. Ich gehe mal lieber den Lichtern nach. Ich wieder nämlich in Sackgassen lande. Oder den Blumen, geht vielleicht auch. Okay, das sehe ich irgendwo unter. Da sind Pinguine, das ist ein gutes Zeichen. Und ins Wasser. Also, erweiterte Kabel setzt 2 Gold. 2 Silber, 2 Gold, 3 Gold, 2 Kupfer. 2 Silber, 2 Kupfer, 3 Gold, 2 Tischkorallen. Das müssen wir auch bei der Basis machen. Das kriege ich hier jetzt wahrscheinlich zusammen. Das ist alles leer. Okay. Dann die Mercury 2 ist da hinten. Dann werden wir jetzt trotzdem. Du siehst so länglich aus. Gehen wir trotzdem erstmal dahin. Das ist das andere Schiff, ne? Ich möchte alle blitzen, aber ich habe nicht die Energie dafür. Vielleicht liegt hier auch schon was rum. Ich brauche so Zeug, genau, da ist doch schon was. Passt das noch? Das ist doch hoffentlich das, was ich benutzen kann, oder? Das irgendwie noch mal einen besonderen Namen. Irgendwie ist Quiz hat einen anderen Namen gehabt. Was wir für die Reparatur brauchen, aber ich nehme das jetzt erstmal mit. Da geht's rein. So, das ist ein Wal, der hat nur gerade irgendwie sich komisch verrenkt. Ja, komm, wir können hier rein. Ich habe genug Sauerstoff. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Bahn näher hole, aber ich glaube, es geht. Sonst, weil ich mich eh noch nicht durchschweißen kann. Ah, Energiezelle. Energiezelle ist immer gut. Hast du noch einen Laser für mich? Irgendwo. Ist da eine Scheibe? Das ist eine Scheibe. Scheibenkleister. Dinge, die man heutzutage auch nicht mehr sagt, oder? Statt Scheiße und Fuck und sonst was. Ach, Scheibenkleister. Vielleicht Leute mit Kindern. Ich brauche Platz. Dann esse ich das mal und trinke hier was. Ja, mit der Batterie. Ich gucke mich erst nochmal hier unten um. Dass alles respawned ist, fände ich nett. Das kann aber sein, dass ich in der Runde hier noch gar nicht drin war. Noch eine Batterie. Da geht's raus. Gut, dass wir so viel Sauerstoff momentan haben. Ein bisschen beeilen muss ich mich trotzdem. Ja, genau, hier waren die Sauerstoffblumen. Mehr schweißbare Türen. Sieht ja so Antrieb aus hier oder so. Maschinenraum. Energiezelle, ich brauche Platz. Was schmeißen wir denn mal raus? Fischer. Ihr seid wieder frei. Glück gehabt. Werde euch nicht essen.
Das Licht. Okay, ich glaube, das ist das soweit wie wir kommen ohne Laserschneider. Ja. Okay. Da muss ich auch lasern. Okay. Ob man das wegkicken kann, wenn man. Die Stoßkanone hätte, die ich habe. Ich jetzt alles immer ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten. Ich weiß nicht, ob ich es in diesem Raum mit den nur die Scheiben davor waren geschafft habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war so ein Abschnitt, wo ich einen Laserschneider brauche. Ja, das könnte es sein. Dann jetzt wieder raus. Sehbar ist auf der anderen Seite. Okay. Das sind wir auf jeden Fall hier nochmal schon mal durch. Irgendwie dachte ich, es geht hier raus. Hier geht's raus. Ja, das ist alles ganz normaler Metallschrott. Der müsste das da sein. Das Ding eigentlich auch einen Namen? Da war das nur so eine Zahl. Das wird größer als die Mercury. Da steht nur M37 drauf. Und K8. Das ist ja wahrscheinlich mehr die Klasse des Schiffs. 30 Seconds. Schön, dass ihr da oben kreist. Ich muss jetzt leider Sauerstoff holen. Na, falsche Taste gedrückt zumindest. So, wenn du mit echt so von Haien umgeben bist. Nur, dass du nicht immer die Flosse siehst, wenn sie von unten kommen. Okay. Alles gut. Ich wollte einfach nochmal drum herumschwimmen um das Ding. Ich glaube, es liegt wirklich einfach noch Metallschrott drin. Und ist noch irgendwas Interessantes? Was ist das für ein Ding? Komische Formation. Okay. Zurück zur Basis. Okay, dann basteln wir mal einen Kabelsatz zusammen. Und einen erweiterten Kabelsatz. Und dann können wir eigentlich schon den Sendemast reparieren. Und dann gucken wir, was wir damit machen, ob wir den dann hinterher abschalten oder ob das ein anderer Mast ist als den, den Marguerite meint. Ich habe keine Ahnung. Wir sehen das beim nächsten Mal. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.